So ein Gedränge gibt es selbst im Ruhrgebiet selten. Promi-Andrang bei der Musical-Premiere von Disneys Musical Tarzan in Oberhausen. Sie alle wollen live dabei sein, wenn Tarzan das erste Mal durch das Stage-Metronom-Theater schwingt. Dir gehört mein Herz. Ich kenne das Musical Tarzan schon und freue mich trotzdem, heute wieder mit dabei zu sein. Wenn er wirklich durch die Halle heute schwingt und dann auch noch Alexander Klavs, dann kann es ja nur ein geiler Abend werden. Ich denke, warte, wunderbare Musik von Phil Collins, eine tolle Geschichte. Tarzan ist eine super Geschichte. Disneys Musical Tarzan verwandelt das Stage-Metronom-Theater in eine lebendige Dschungelwelt, in der die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum verschwinden. Die Darsteller schwingen an Lianen über die Köpfe des Publikums hinweg und schaffen damit ein unvergleichliches Mittendrin-Gefühl. Für die Künstler ist das Training eine ganz besondere Herausforderung. Spätestens nach 10 Wochen Proben läuft man auch so nach Hause, ja, und denkt sich, ah, hallo, oh, nee, gar nicht wahr, ich muss da gerade gehen. Es ist wirklich cool, wie nah man so einem Geschöpf kommt, ist unglaublich. Die Bühne ist spektakulär, die Flüge sind schneller, länger, größer, weiter. Das Theater eignet sich perfekt für diese Show. Wir haben, glaube ich, harte Wochen hinter uns, haben viel geschwitzt, viel Schmerzen gehabt und konnten heute zeigen, was wir gelernt haben. Und ich glaube, das sind heute Berge an Steinen irgendwie abgefallen. Ja. Durch die Show, durch die Luft zu fliegen ist, ja, das ist einfach geil. Ja, ich kann das einfach nichts anderes sagen. Und dann gibt es da natürlich noch die berührende Liebesgeschichte zwischen Tarzan und Jane, die vor eine Entscheidung gestellt werden, die ihr Leben verändern wird. Die Zuschauer sind sich jedenfalls einig, nach Oberhausen zu kommen, war die richtige Entscheidung. Es ist einfach großartig. Aus allen Richtungen kommt jemand. Es findet nicht nur vorne auf der Bühne statt, sondern man muss immer um sich herum gucken und hat auch so ein bisschen Angst, was zu verpassen. Man kann die Show nicht einmal sehen, man muss sie, glaube ich, 2-3 Mal sehen, weil man sieht jeden Abend was Neues und es ist so viel fürs Auge. Und ich habe einen Heidenspaß gehabt. Es hat mir wirklich echt Freude gemacht. Es ist das tollste und verrückteste Musical, was ich je gesehen habe. Ich weiß, dass da enorm viel dahinter steckt, enorm viel intensive Arbeit, eine lange Arbeit. Dafür habe ich enorm viel Respekt. Es ist so spektakulär, die fliegen da durch die Gegend, machen Handstand, irgendwelche Saltos und Flickflacks und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Also so viele talentierte Leute, es ist wunderschön. Ab sofort stehen die Künstler rund um Tarzan-Darsteller Alexander Klavs 8-mal pro Woche auf der Bühne. Nach erfolgreichen Stationen in Hamburg und Stuttgart ist das Musical in Oberhausen angekommen. Und so gibt es endlich auch in NRW Dschungelfeeling pur.